Willkommen zurück, willkommen in Martins Welt. Wir befassen uns in dem Video mit der Lieferung 8 für den Millennium Falcon und konkret befinden wir uns in der Baustufe 32 und in dieser Baustufe werden wir die Schubvektorplatten, zumindest eine davon, zusammenbauen, verkleben und das schauen wir uns direkt an. Das sind die Bauteile zur Baustufe 32. Wir haben hier Warnhinweise. Wir haben hier wieder einen Rahmenteil, Chassisteile. Die legen wir wieder auf die Seite. Schrauben sind ja keine. Und hier ist ein Teil der Schubvektorsteuerung und die angedeuteten Aktuatoren. Und die werden wir jetzt montieren, wie in der Anleitung vorgesehen. Diese Teile sind alle vier gleich. Wir schauen, ob sie passen. Sind die alle vier gleich? Ja, die sind alle vier gleich. Wir schauen, ob sie passen. Hier gibt es vorgesehene Löcher, Vertiefungen und auf der Rückseite der Teile befinden sich Zapfen und diese Vertiefungen zeigen die Position dieser Zapfen an und auf diese Art wird das verklebt. Muss man etwas festhalten, da ist etwas Spannung drauf. Und das war es auch schon, was in dieser Baustufe 32 zu tun war. Wir sehen uns wieder in Baustufe 33. Wir befinden uns in der Baustufe 33 des Millennium Falcon aus der Lieferung 8. Wir schauen wie immer das Heft etwas durch und in dieser Baustufe haben wir wieder einen Teil der Schubvektorsteuerung, zwei Chassisteile, die wir hier auf das große Gesamte schrauben werden und auch wieder die Aktuatoren der Schubvektorsteuerung verkleben. Wir haben hier die Teile der Baustufe 33. Wir haben wieder Warnhinweise. Wir haben die Chassisteile, die brauchen wir dann gleich. Und wir haben wieder einen Teil der Schubvektorsteuerung. Und hier gilt zu beachten, dass einer dieser Aktuatoren kürzer ist. Wir finden jetzt raus, welcher das ist. Das ist dieser. Und dieser befindet sich in der Mitte. Und das werden wir jetzt direkt verkleben. Und das war dieser Teil der Baustufe 33 und jetzt werden wir uns mit den neuen Chassisteilen befassen.
Und das war auch schon alles, was in dieser Baustufe zu tun war. Wir sehen uns wieder in Baustufe 34. Wir befinden uns in der Baustufe 34 des Millennium Falcon. Wir schauen das Heft durch und in dieser Baustufe sind wieder einige Chassisteile dabei und auch wieder Teile der Schubvektorsteuerung. Und hier wird nur diese Schubvektorsteuerung zusammen verklebt und das machen wir jetzt. Das sind die Teile der Baustufe 34. Wir haben wieder Warnhinweise. Wir haben die Kunststoffteile der Schubvektorsteuerung. Wir haben wieder einige Schrauben und Chassisteile. Die kommen wieder zur Seite. Wir beginnen direkt mit dem Verkleben der Aktuatoren. Dann befinden sich hier noch zusätzliche Teile, die sind an und für sich schon zusammengesteckt. Ich werde diese aber öffnen und an den Zapfen etwas verkleben, damit sich diese nicht voneinander lösen können. Und eine dieser vier Stützen kann jetzt schon hier verklebt werden. Die anderen drei können noch nicht verklebt werden. Das geschieht gemäß der Bauanleitung in weiteren Baustufen und kann erst erfolgen, wenn diese Schubvektorsteuerungen miteinander verbunden sind. Das war es auch schon, was in dieser Baustufe 34 zu tun war. Wir sehen uns wieder in Baustufe 35. Wir befinden uns in Baustufe 35 des Millennium Falcon von Fanhome. Wir haben hier wieder jede Menge Informationen im beigelegten Heft. Wir haben hier weitere Chassisteile und Verbindungsstücke und Teile der Hülle. Und in dieser Baustufe werden diese Chassisteile mit den beiden aus den letzten Baustufen verbunden, damit das Ganze dann so aussieht. Und das machen wir jetzt direkt. Das sind die Teile der Baustufe 35. Wir haben schon wieder Warnhinweise. Wir haben Chassisteile, die wir benötigen. Wir haben Verbindungsstücke, die wir benötigen. Und wir haben Hüllenteile, die wir nicht benötigen. Die kommen zur Seite. Und was jetzt wieder dazu kommt, sind diese beiden Teile der letzten Baustufe. Und diese werden jetzt miteinander verbunden. Ich habe die Teile hier jetzt schon ausgepackt und die werden wir jetzt einfach verschrauben.
das war's auch schon, was in der Baustufe 35 zu tun war. In der Anleitung steht, man möge doch nicht versuchen, das in den Rest des Chassis einzufügen. Und das machen wir auch so. Wir sehen uns wieder in der letzten Baustufe der Lieferung 8 in der Baustufe 36. Wir befinden uns in Baustufe 36 des Millennium Falcon. Das ist gleichzeitig auch die letzte Baustufe der Lieferung 8. Wir haben hier wieder Chassisteile, wir haben hier wieder Hüllenteile und diese Chassisteile werden wir mit denen aus der letzten Baustufe verbinden und das war's dann auch. Das sind die Teile der Baustufe 36. Wir haben hier Teile der Hülle, Kleinteile dazu, die brauchen wir in dieser Baustufe nicht. Die kommen wieder auf die Seite. Was wir brauchen, ist das Ergebnis der letzten Baustufe und diese Rahmenteile. Wir haben hier einen zusätzlichen Verbinder und wir haben diese zwei Teile und diese beiden Teile sollen jetzt damit verbunden werden und das schauen wir uns jetzt an. Und damit sind wir auch mit der Baustufe 36 fertig. Das ist das Ergebnis. Das ist gleichzeitig auch das Ende der Lieferung 8, das Ende dieses Videos und wir sehen uns wieder mit der Lieferung 9 mit den Baustufen 37, 38, 39, 40 und 41. Und bis dahin, ciao!